Ja, Freunde, Sachen gibt es, die glaubt man nicht bis zu dem Zeitpunkt, wenn man sie dann mit eigenen Augen sehen muss. So war es auch in diesem Fall. Ich habe mehrere Male vorher schon Bilder zugeschickt bekommen, auf denen man mir dieses Plakat gezeigt hat. Und ich habe immer gesagt, es kann doch nicht wahr sein, das ist ein Fake. Unmöglich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich es mit eigenen Augen sehen musste. Und an dieser Stelle nochmal einen ganz großen Dank an die CDU, die nun endlich mit ihrer Galionsfigur Merkel sich ganz offen zur DDR 4.0 bekennt, welche Frau Merkel mit Hilfe ihrer gesamten Partei ja mittlerweile etabliert und ins Leben gerufen hat. Und worum es genau geht, Freunde, das blende ich euch jetzt mal ein. Offene Grenzen nach innen und sichere Grenzen nach außen. CDU. Also man muss sich allen Ernstes fragen, wie dumm, dümmer CDU muss man eigentlich sein? Vielmehr, wie unverschämt und verhöhnend muss man eigentlich dem eigenen Volk begegnen, um so einen Rotz allen Ernstes auf ein Wahlplakat zu drucken? Und was die CDU genau dort von sich gegeben hat, was so unverschämt, sinnentleert und letztendlich wirklich rotzfrech ist, das werde ich euch jetzt mal präsentieren, denn ich habe diesen wirklich tiefgründigen Slogan mal so ein bisschen analysiert. Offene Grenzen nach innen, liebe CDU, meint ihr vielleicht damit, dass Deutschlands Grenzen, die ja eigentlich gar nicht mehr für euch existieren sollen, sperrangelweit offen stehen für alle Glücksritter, Reisenden und Wirtschaftsasylanten der ganzen Welt? Also meint ihr dahingehend offene Grenzen nach innen? Und sichere Grenzen nach außen meint ihr, dass so, wie es damals in der DDR war, dass also wer einmal drin ist, sehr schlecht bis gar nicht wieder raus kann, also dahingehend sichere Grenzen nach außen, wobei das macht ja in diesem Fall bei eurer Angela Merkel und eurer ganzen Partei und eurer ganzen politischen Ausrichtung absolut Sinn. Denn erst die offenen Grenzen nach innen, also dass die ganze Welt nach Deutschland kommen kann und dann allerdings die sicheren Grenzen nach außen, weil aus Deutschland wird ja A, gar keiner mehr abgeschoben, die werden ja alle eingebürgert und Familien nachzugsmäßig noch verstärkt. Und insofern habt ihr doch da allen Ernstes offiziell die neue DDR 4.0 ausgerufen, oder etwa nicht? Liebe CDU, im Namen von uns allen möchte ich mich wirklich ganz herzlich bei euch bedanken. Offener und ehrlicher hättet ihr euch nicht präsentieren können. Die Vergangenheit eurer gelobten Anführerin Angela Merkel, ehemalige FDJ-Sekretärin für Agitation und Propaganda, die also wirklich vom Fach kommt und eure Partei dieses ganze Land nach DDR-Muster also regelrecht perfektioniert hat. Ihr beweist uns mit diesem Plakat allen Ernstes, was ihr für Deutschland weiterhin vorhabt. Danke nochmal für eure Ehrlichkeit und an alle anderen da draußen. Was muss eine CDU noch euch beweisen und tun, damit wirklich der Letzte in Deutschland realisiert, dass diese Partei
auf Lebzeiten unwählbar ist. Ich komme aus dem Fremdschämen nicht mehr heraus, freue mich aber trotzdem, dass wirklich so ein Rotz den Menschen präsentiert wird, sodass auch der Letzte irgendwann aufwacht. Und ansonsten würde ich mal sagen, man sieht sich und bis bald.